B2.5. Das Volumen der Pyramide ABC P2 beträgt 15% des Volumens des Prismas ABCDEF. Ermitteln Sie zur Durchrechnung den Zugewinnwert von x. Also, wir brauchen einmal das Volumen der Pyramide ABC P2 und das kriegen wir dadurch, es beträgt 15% des Volumens des Prismas ABCDEF. Also müssen wir erstmal das Volumen des Prismas ABCDEF berechnen. Und dafür schauen wir in die Formelsammlung Prisma, Arm auf Seite 10. Ja, Volumenformel steht hier. Volumen ist Grundfläche mal Höhe. Als Grundfläche, die haben wir eigentlich vorhin schon ausgerechnet oder beziehungsweise festgelegt. Ja, in der Pyramide war auch das Dreieck ABCDE die Grundfläche. Das können wir also gleich übernehmen. 0,5 mal AB, schreibe es nochmal allgemein, mal CM. So, und die Höhe vom Prisma, das ist die Strecke CF. Ja, wenn ich nochmal oben in mein Prisma reingehe, hier die Strecke von C nach F, einfach, ja, Höhe sagt ja schon, ganz nach oben gehen. Hier kennen wir alle Werte. 0,5 mal AB sind 10, mal CM waren 8 und mal die Höhe CF sind 11, bekommen wir einen Wert von 440 Kubikzentimeter. So groß ist das Prisma. Und jetzt wissen wir, das Volumen der Pyramide ABC P2 entspricht 15%. Ja, dann würden wir ganz normal Dreisatz ansetzen oder 15% ist ein Wert von 0,15. Multipliziert mit dem Volumen des Prismas ergibt dann ein Wert von 66 Kubikzentimeter. Also so groß ist die Pyramide ABC P2. Jetzt brauchen wir einen zugehörigen Wert für x. Also für welches x ist das der Fall? Das geht jetzt wie folgt. Ich weiß, die Pyramide soll so groß sein. Und zusätzlich weiß ich aus der vorherigen Aufgabe, dass die Volumenformeln sich durch diese Formel hier bestimmen lässt. Also das Ding, diese Volumenformel, muss jetzt 66 Kubikzentimeter groß sein. Was machen wir? Wir setzen das Ding einfach gleich. 146,87 minus 10,80 ist gleich 66. Halt, habe ich ein x vergessen? Jawohl. Ja, also die Volumenformel wird 66 Kubikzentimeter groß. So, und das müssen wir jetzt noch auflösen. Gibt es mehrere Möglichkeiten, wenn man Taschenrechner zur Verfügung hat, Calc, Intersection oder Solver. Man kann es auch durch Umformung lösen, dass man zuerst rechnet minus 146,87. Dann haben wir minus 10,80. Das muss ich jetzt tatsächlich noch schnell nachrechnen. Sind minus 80,87. So, dann teile ich durch die Zahl, die vorm x steht, nämlich geteilt durch minus 10,80. Und dann folgt für x, falscher Knopf, ein Wert von minus, plus 7, wo habe ich es jetzt stehen? 7,47. Also, überprüft noch einmal, ist dieses x erlaubt? Ja, manchmal kann es passieren bei solchen Aufgaben, dass es zwei Lösungen gibt. Da muss man überprüfen, gelten überhaupt beide. Irgendwo haben wir es stehen. Zwischendrin, da hier steht, x darf liegen zwischen 0 und 13,60 bei der Aufgabe 2.2. Ja, also ist 7,47 eine gültige Lösung. Und ja, Aufgabe erledigt.